Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar im Jahr 2023. Wir sind noch im Januar und da möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023 zu wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet. Mein Name ist Marc Wemschulte und passend zum neuen Jahr darf ich Ihnen heute auch ein neues Gesicht präsentieren. Michael Vogt wird heute erstmalig den Technikteil übernehmen und ja, Michael, stell dich doch am besten einmal selber eben kurz vor. Ja, also erst einmal auch von mir mal vorweg einen guten Morgen an alle und auch danke für Ihre Zeit und Interesse, die Sie an den Neuerungen von Debitron zeigen. Mein Name ist Michael Fuchs. Ich bin jetzt mit 1. Februar 6 Monate bei der Firma Debitron tätig und in meiner Funktion als Production Application Engineer bin ich für interne, externe technische Abklärungen zuständig, unterstütze bei Inbetriebnahmen und führe auch interne, externe Weiterbildungen und Schulungen durch. Davor war ich knapp 12 Jahre lang in der Abgasmesstechnik tätig, wo ich vorrangig für die Datennachauswertung zuständig war, beziehungsweise auch für Protokollerstellungen und für Programmierung von kundenspezifischen Applikationen. Und heute darf ich Sie gemeinsam mit Marc durch dieses Webinar geleiten. Wunderbar, freue mich drauf. Wie auf der ersten Folie auch direkt zu sehen, gibt einiges an Neuigkeiten in unserer Software OxyGen. Und ebenso sehen Sie auf der Folie auch einen QR-Code. Diejenigen, die uns häufiger zuschauen, wissen, was hinter diesem QR-Code steckt, nämlich einen Link zu unseren Social-Media-Pages. Also wenn Sie jetzt ganz schnell einmal da scannen, haben Sie direkt Zugang zu den Seiten und können uns dort folgen und sind immer up-to-date, was neue Features, Neuerungen etc. pp. Angeht. Ebenso wie gewohnt darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, jederzeit Fragen zu stellen. Dazu nutzen Sie einfach die Chat-Funktion, die von diesem GoToWebinar-Tool zur Verfügung gestellt wird. So, doch bevor wir jetzt starten mit den neuen Features, möchte ich erst einmal das Wort an unseren CEO Christoph Wiedner geben. Hallo, mein Name ist Christoph Wiedner, ich bin der CEO der Debitron Gruppe. Herzlich willkommen zum ersten Webinar in diesem Jahr, im neuen Jahr 2023 mit dem Titel OxyGen 6.4. Bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich mich für das Jahr 2022 bedanken bei unseren Kunden, bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die das ermöglicht haben, rechtzeitig zu liefern, die Debitron Hardware und die Software fristgerecht an unsere Kunden zu bringen. Und damit die Überleitung zum ersten Webinar. Wir haben wieder einiges an Funktionalitäten in unsere OxyGen Measurement Software gepackt, zum Beispiel den Tape Sensor, das Resolver Plugin oder DQ-Analyse. Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir auch heuer wieder 4 Releases geplant. Neben der Software arbeiten wir natürlich auch schon im Hintergrund an neuer Hardware. Die spannendste Hardware ist mit Sicherheit im Sommer zu erwarten. Also seien Sie gespannt, da kommt einiges auf unsere Kunden und auf unsere neuen Kunden zu. Wenn Sie interessiert sind, wenn Sie Informationen brauchen, wir sind auch wieder bei Messen vor Ort, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum bei der BCIM, bei der Testing Expo oder beim VDI eDrive. Also besuchen Sie uns auf unseren Stand oder auf Social Media, folgen Sie uns. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem ersten Webinar in 2023 mit dem Titel OxyGen 6.4. Wunderbar, so viel von unserem CEO Christoph Wiedner. Und damit sollten wir dann auch einfach mal starten, die neuen Funktionalitäten vorzustellen. In 6.4 ist natürlich auch das Data Navigation Paket weiterentwickelt worden. Ganz genau. Und zwar ist es nun mit 6.4 auch möglich, von Messdateien zuvor erstellte Formeln oder generell Softwarekanäle, die mit diesem Plus-Button, wie hier im Screenshot zu sehen, die hinzugefügt worden sind, auch nachträglich noch zu ändern. Das betrifft halt Namen beziehungsweise auch Daten und so weiter. Dies muss dann, wenn Sie eine Messdatei öffnen, einmalig aktiviert werden. Dazu finden Sie hier dann rechts neben dem Button für die Powergruppe einen neuen Button. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss noch einmal. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass zum Beispiel, wenn Sie eine Formel ändern wollen, dies nur möglich ist, wenn auch der Quellkanal, auf den die Formel referenziert, auch mit abgespeichert wurde in der Messdatei. So, dann würden wir uns das Ganze gleich einmal in der Praxis ansehen. Dazu öffne ich jetzt eine Messdatei.
So. Wie Sie sehen jetzt da, das ist der Zustand, den Sie wahrscheinlich kennen. Das heißt, das bedeutet, dass Sie jetzt da alle Mathematikfunktionen hier ausgegraut sind. Sie können hier auch keine Formel ändern und so weiter. Mit dem Button, den ich zuvor erwähnt habe, hier unten, können Sie dann die Funktion zum Ändern aktivieren. Wenn Sie einmal hier draufklicken. So, und wie man jetzt da sehen kann, sind auch die ganzen Mathematikfunktionen hier nicht mehr ausgegraut und Sie können auch belieben Ihre Formel ändern, wie Sie möchten. Dies betrifft dann auch eben den Namen. Und als Beispiel hier sehen wir, dass diese Formel, die wir jetzt gerade aktiv haben, auf diese Formel hier drüber, die Reference Fast Timebase, referenziert. Und wenn Sie hier jetzt zum Beispiel den Namen ändern, dieser Formel, wird dies auch in nachfolgenden Berechnungen berücksichtigt. Das heißt, wenn wir jetzt da hier noch den Zusatz Changed hinzufügen und die andere Formel erneut öffnen, sehen wir, dass hier auch der richtige Link bzw. der Name auch mit abgedatet wurde. Die Änderungen sind dann auch möglich, zum Beispiel in Powergruppen. Sie können dann hier nachträglich zum Beispiel ihre Einstellungen ändern, das heißt zum Beispiel harmonische aktivieren, Flickr-Berechnung aktivieren, mechanische oder die Q-Analyse zum Beispiel noch aktivieren und so weiter. Auch zum Beispiel Filterkanäle oder generell eben durch diesen Plus-Button hinzugefügte Softwarekanäle können eben rückwirkend noch nachbearbeitet werden. Zusätzlich, wenn Sie jetzt eine Änderung, wie jetzt gerade eben durchgeführt haben, und Sie klicken hier auf Speichern, erscheint dann ein neues Fenster. Sie können einerseits entweder die Aktion abbrechen oder die Änderung zur aktuellen Messdatei hinzufügen oder diese gleich hier direkt als neue Messdatei speichern. Ich füge jetzt die Änderung, also den Namen, den ich geändert habe, jetzt der aktuellen Messdatei hinzu. Sie haben nämlich hier auch die Möglichkeit, wenn Sie auf die Messeinstellungen wechseln und zu der File History navigieren, dass Sie diese Änderungen auch auf andere Messdateien übertragen können, die auf demselben Setup basieren. Wenn wir dies einmal kurz machen. Wir bearbeiten hier gerade diese Messdatei, haben wir jetzt gerade bearbeitet. Ich wähle nun die zweite aus, klicke auf Open. Dann öffnet sich dieser Bildschirm und wenn Sie auf Start klicken, wird dann die Änderung direkt in die andere Messdatei mit übernommen. Und eben auch automatisch dann gespeichert. Jetzt warten wir ganz kurz, bis der schnell fertig ist. Sehr schön. So, die wurde nun gespeichert. Was auch noch möglich ist, wenn Sie Änderungen durchgeführt haben, können Sie diese auch rückwirkend noch einmal ändern bzw. rückgängig machen. In dem Fall haben wir jetzt eine Änderung gemacht. Würden uns jetzt in der Revision 1 befinden, Sie könnten das jetzt da einfach auf den Original State wieder zurücksetzen, indem Sie einfach hier draufklicken und dann haben Sie wieder Ihren alten Stand. Okay, ein weiterer Schritt, denke ich, in Richtung schnellem, effizienten Arbeiten. Ja, dass man nicht immer alle Dateien einzeln anfassen muss, sondern man kann wirklich eine Änderung sofort auf alle anderen Messdateien übertragen mit einem paar Mausklicks. Ganz genau. Ein großer Teil in 6.4 beschäftigt sich ja auch mit der Erfassung oder mit der Möglichkeit, Drehzahlen und Drehwinkel anzuzeigen. Und dazu jetzt wurde auch neu entwickelt ein Tape-Sensor-Plugin. Genau, das Tape-Sensor-Plugin ist für die Berechnung des mechanischen Winkels und der Drehgeschwindigkeit eingebaut worden. Wie Sie hier rechts im Screenshot sehen, besteht der Tape-Sensor aus einem Klebestreifen aus schwarzen und weißen Balken und mittels eines optischen Sensors werden diese Impulse gemessen, wobei ein Impuls hier einem schwarzen und einem weißen Balken entspricht. Und der optische Sensor gibt uns dann ein DTL-Signal wieder, aus dem wir dann weiterführend die Geschwindigkeit und den Winkel ermitteln können. Wichtig ist zu erwähnen, dass dadurch der Klebestreifen am Ende niemals ganz oder in den seltensten Fällen exakt zusammenpassen wird. Das bedeutet, dass hier eine Lücke, wie hier unten im Screenshot ersichtlich, entstehen wird. Diese ist auch essentiell, da diese für die Nullpunktdetektierung für das Tape-Sensor-Plugin notwendig ist. Diese sollte halt mindestens eine Länge von zweimal der Impulsbreite entsprechen. Also so wie in diesem Fall hier haben wir 2,721 mal der Impulsbreite. Diese Funktionalität ist dann auch online und auch offline dann verfügbar. Dazu sehen wir uns jetzt einmal den Tape-Sensor in der Praxis an und wie man ihn hinzufügt. Dazu navigieren Sie zur Kanalliste. Und was Sie dann benötigen, ist ein Counterkanal, der eben das DTL-Signal des optischen Sensors widerspiegelt.
Dieser wird als Event Counter ausgeführt. Und wenn Sie nun einen Tape Sensor Kanal hinzufügen wollen, markieren Sie einfach den Counter Kanal, klicken auf Plus, navigieren dann zu den erweiterten Mathematikfunktionen und hier finden Sie dann das neue Tape Sensor Plugin. Wenn Sie das anwählen und auf Hinzufügen klicken, wird, wie hier links ersichtlich, ein neuer Tape Sensor Kanal hinzugefügt, der Ihnen dann vier verschiedene Werte zur Verfügung stellt. Einmal den Winkel, die Geschwindigkeit, die Pulse pro Rotation und die relative Lückenbreite. Von den Einstellungen her können Sie dann nachträglich, wenn Sie den Kanal bereits erstellt haben, den Input-Kanal nochmal ändern, was in diesem Fall jetzt nicht notwendig ist. Dann eine Ausgaberate, also zwischen 100 Hertz und 100 Kilohertz wählen. Ich wähle hier jetzt als Beispiel einfach einmal 10 Kilohertz. Dann eine relative Lückenbreite müssen Sie noch angeben. Die ist bei Default immer 2, was jetzt für das Beispiel, das Sie vorher im Screenshot gesehen haben, mit 2,7 Lückenbreite exakt passt. Denn wichtig ist zu erwähnen, dass die Angabe hier den Minimum darstellt. Das bedeutet, dass die Lücke größer sein muss als 2, damit sie vom Plugin richtig detektiert wird. Dann haben Sie hier die Pulse pro Rotation. Falls Sie diese exakt wissen, können Sie den Wert hier gerne eintragen. Oder Sie belassen das hier bei 0, was für das Plugin den Automatikmodus bedeutet. Der Automatikmodus bedeutet dann so viel, dass die Pulse pro Rotation automatisch vom Plugin ermittelt werden. Zusätzlich können Sie dann hier noch eine Stillstandszeit angeben. Diese ist bei Default mit 0,1 Sekunden definiert und können Sie zwischen 0,01 und 100 Sekunden wählen. Das bedeutet, dass wenn innerhalb dieser Zeit kein neuer Impuls ankommt, heißt das für das Plugin, dass sich der Rotor in Stillstand befindet und dass auch die Geschwindigkeit dann wirklich auf 0 gesetzt wird. Dann können Sie hier noch weiter eine Filterlänge von 1 bis 51 angeben und der Status hier dient rein zu Debugging-Zwecken, falls intern im Plugin ein Fehler auftreten würde. Wenn wir jetzt auf den Messbildschirm wechseln und uns einmal von unserem gerade erstellten Tape-Sensor die Geschwindigkeit in ein Rekordinstrument ziehen und im Vergleich auch die Geschwindigkeit des Counterkanals. Moment, sonst verliere ich das noch schnell. Sehen wir hier auch beim grünen Signal, was denn die Geschwindigkeit des Counterkanals darstellt, diesen Abfall der Geschwindigkeit. Dies ist genau die Lücke. Denn während der Lücke kommen keine neuen Impulse an, somit würde das eigentlich eine Verfälschung der Geschwindigkeit und des Winkels nach sich ziehen. Was man sehr schön sieht hier dann im dunkelviolett dargestellten Signal hier, wird diese Lücke dann vom Plugin komplett auskompensiert. Jetzt sehen wir uns noch dazu an den Winkel des Tape-Sensors. Hier sehen wir sehr schön, dass genau zwischen den Lücken den Nullpunkt für den Winkel darstellen. Denn hier beginnen wir genau bei der Lücke mit 0, zählen dann bis 360 Grad und beginnen wieder bei 0 und so weiter. Was wir hier jetzt am Anfang, ich zoome etwas noch heraus, was wir hier am Anfang sehen, ist, dass die Geschwindigkeitssignale hier bei den ersten zwei Umdrehungen nicht exakt aufeinander liegen. Das liegt daran, dass das Plugin zwei Umdrehungen vollständig benötigt, bis die automatisch korrekt detektiert werden. Sie haben jetzt aber die Möglichkeit, das rückwirkend noch einmal zu korrigieren. Und zwar, indem Sie Ihre Maschine optimalerweise bei einer konstanten Drehzahl oder konstante Geschwindigkeit anfahren und dann einfach über einen längeren Zeitraum die Pulse pro Rotation mitteln. Das heißt, ich wähle jetzt hier noch zwei Cursor. Wenn ich jetzt hier zwischen dem A und B Cursor den Mittelwert herausziehe, das wären in dem Fall 148,5498 Impulse pro Umdrehung, kann ich diese beim Tape-Sensor rückwirkend noch einmal eintragen. Und wenn wir jetzt dann noch einmal die Geschwindigkeiten hier vergleichen, Skalierung, sehen wir jetzt auch, dass diese auch am Anfang exakt aufeinander liegen. Im Prinzip, das wäre es zur Erstellung eines Tape-Sensors in Oxygen. Sehr gut. Eine weitere Möglichkeit, Drehzahlen zu messen, sind ja Resolver. Und auch für die Resolver haben wir jetzt ein Plugin entwickelt. Ganz genau.
Also auch der Resolver ist eben zur Ermittlung des mechanischen Winkels und der Geschwindigkeit eingebaut worden. Wir unterstützen dabei jetzt... Da müsste ich, Michael, ich müsste dich glatt noch einmal unterbrechen, weil das ist eine Frage hochgekommen gerade bei dem Tech-Sensor. Wie ist der Filter ausgeführt, beziehungsweise wie arbeitet der Filter? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Moment, dann öffne ich noch einmal schnell den Tape-Sensor. Also eben den Filter können Sie eben zwischen einer Länge von 1 und 51 angeben und dieser ist als Mittelwertfilter zu verstehen. Das bedeutet, das Plugin selber ermittelt die Geschwindigkeit pro im ankommenden Impuls. Und wenn Sie hier zum Beispiel eine Filterlänge von 3 angeben, dann würde da die aktuelle Geschwindigkeit pro Impuls dann ein Wert davor, ein Wert danach hergenommen werden und gemittelt werden. Und aus diesen Werten errechnet sich dann die Geschwindigkeit, die wir vom Tape-Sensor bekommen. Wenn ich das jetzt noch schnell, Moment, dann füge ich hier noch einmal schnell zwei Tape-Sensoren dazu, dann kann ich Ihnen auch gleich die Auswirkungen zeigen. Und jetzt hier noch einmal mit der Filterlänge 1 einen Tape-Sensor erstellen und einen weiteren Tape-Sensor mit der Filterlänge 3 mit den gleichen Einstellungen. Und uns im Rekorderinstrument einmal diese beiden Geschwindigkeiten ansehen. Sehen Sie direkt die Auswirkung. Also dieses zackige Signal ist das ungefilterte Signal und das geglättete Signal hier wäre das Signal mit der Filterlänge 3 nun. Also Sie sehen, es wird im Prinzip ist es eine Glättung des Signals dann und Sie bekommen ein sehr viel schöneres Signal. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Bestimmt. Falls noch die Frage noch nicht beantwortet wurde und noch tiefergründige Antworten benötigt, bitte wenden Sie sich einfach dann nach dem Webinar an mich oder an den Michael Fuchs oder an den Vertriebskollegen, mit dem Sie üblicherweise in Kontakt stehen. Entschuldigung für die ganz Unterbrechung. Haben wir weiter. Kein Problem. Dann machen wir weiter mit dem Resolver. Also wie zuvor erwähnt, unterstützen wir hier zwei verschiedene Modi des Resolvers. Einerseits den Modus, dass wir vom Resolver zwei modulierte Signale, das modulierte Sinus und ein moduliertes Cosinus-Signal erhalten und ein Erregungssignal. Das Plugin dann errechnet sich dann die Hüllkurve. Das sehen Sie hier in blau und in rot dargestellt. Und mittels des Akkustangens können wir uns dann den Winkel daraus errechnen. Der zweite Modus, den wir unterstützen, ist, wenn der Resolver bereits durch die interne Elektronik bereits uns die Hüllkurven liefert, das heißt die demodulierten Sinus- und Cosinus-Signale. Und hier benötigen wir dann nur diese zwei Signale und kein Erregungssignal, da diese schon demoduliert sind. Die sehen wir uns jetzt auch gleich in der Praxis an. Was wir hier eben sehr schön sehen, ist in grün dargestellt das Sinus-Signal und in blau dargestellt das Cosinus-Signal. In rot sehen Sie hier die Erregung. Und in dem Fall hier haben wir nur einen Pol und hier sehen wir, dass dann genau beim Nulldurchgang des Sinussignales auch der Nullpunkt des Drehwinkels ist. Und eine komplette Periode des Sinussignales entspricht dann 360 Grad. Wenn Sie nun einen Resolver in Oxygen verwenden wollen, gehen Sie wieder in die Kanalliste. Und dann benötigen Sie eben das Sinus-, Cosinus- und Excitation-Signal. Wenn Sie jetzt da hier, das entspricht, das hier ist mein Sinussignal, dann mein Cosinussignal und meine Excitation, also meine Erregung. Wenn ich mir diese drei ausgewählt habe und auf das Plus klicke, finden wir dann wiederum in den erweiterten Mathematikfunktionen den Resolver. Diesen fügen wir jetzt hinzu. Und von den Einstellungen her können Sie nun jetzt das Sinussignal, Cosinussignal und das Erregungssignal nachwirkend durch diesen Button noch einmal ändern. Beziehungsweise auch wieder eine Ausgaberate definieren. Ich wähle jetzt etwas höher als 1000 Hertz, in dem Fall 20 Kilohertz. Und hier haben Sie auch noch ein Statusfeld, das Ihnen mehr oder weniger sagt, in welchem Modus Sie sich befinden. In dem Fall, in dem erst erwähnten, das bedeutet, dass die Demodulation von Sinus und Cosinus durch das Erregungssignal vom Plugin durchgeführt wird. Wenn Sie jetzt den zweiten Modus verwenden wollen, können Sie das Feld für die Erregung einfach leer lassen.
Und wie man am Status sieht, befinden wir uns jetzt auch in dem zweiten Modus. Das heißt, dass wir bereits die demodulierten Sinus- und Cosinus-Signale vom Resolver erhalten. In dem Fall füge ich jetzt aber die Erregung wieder hinzu. Was Sie eben bei dem hinzugefügten Resolverkanal als Werte zur Verfügung haben, ist hier der mechanische Winkel und die Geschwindigkeit. Das wäre soweit eigentlich zum Resolver. Okay, und dann ist dazu auch eine Frage gekommen zum Resolver. Was würde dann passieren, wenn man Sinus und Cosinus versehentlich vertauscht? Sehr gute Frage. Das kann ich am besten zeige ich dies gleich. Moment. So, ich wähle wieder meine Werte aus. Nur diesmal als erstes das Cosinus, dann das Sinus und dann die Erregung. Füge wieder einen Resolver hinzu. Und jetzt da haben wir eben für Sinus das Cosinus-Signal angegeben und umgekehrt. Dann wähle ich noch die gleiche Ausgaberate mit 20 Kilohertz. So, das hier. Und wenn wir uns jetzt da dieses neu erzeugte Winkel, den neu berechneten Winkel hier hinzufügen, sehen wir, dass das folgenden Effekt hat, und zwar, dass das für das Resolver-Plugin bedeutet, dass sich der Drehwinkel ändert. Gleichzeitig, da sich das Cosinus-Signal jetzt da voreilt, haben wir auch einen Versatz von 90 Grad hier. Das sehen wir genau, da jetzt das Cosinus-Signal als Sinus-Signal interpretiert wird. Das wäre eigentlich der Effekt, wenn Sie diese beiden Signale vertauschen. Okay, gut. Vielen Dank für die Frage. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Und es gibt auch noch die dritte Möglichkeit für die Drehwinkelbestimmung. Wir nennen das sensorlose Rotorwinkeldetektierung. Ganz genau. Diese ist nämlich eine Ergänzung zur bereits bekannten DQ-Analyse der Powergruppe. Was man dazu benötigt, ist einmal den Statorwiderstand und die Statorinduktivität. Und die ganze DQ-Analyse ist noch wichtig zu erwähnen, geht auch von einer elektrischen und magnetisch-symmetrischen Maschine bzw. System aus. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Werte für den berechneten Winkel genau sind ab einer Drehzahl von 5% an Enddrehzahl, da es sich hier eine elektromotorische Kraft handelt. Sehen wir uns das noch einmal in der Praxis an. Hier haben wir bereits ein sehr schönes Beispiel, wo wir auch eine Drehrichtungsänderung haben. Und hier unten sehen Sie dann auch von der DQ-Analyse den errechneten Winkel und auch die Drehrichtungsänderung. Zuerst rechnen wir eben hier von 0 auf 360 Grad. Und wenn sich der Rotor dann in die andere Richtung dreht, zählen wir dann hier von 360 auf 0 Grad. So können Sie die Drehrichtung dann auch erkennen. Um diese zu aktivieren, Moment, jetzt aktiviere ich noch schnell den Button für die Nachbearbeitung. Können Sie dann in der Powergruppe unter den Einstellungen, finden Sie dann in der DQ-Analyse hier eine neue Checkbox. Und zwar ohne mechanischen Winkel. Dies ist eben dann der Indikator für die Berechnung des mechanischen Winkels über die DQ-Analyse. Wie vorhin erwähnt, benötigen Sie hier eben den Widerstand, die Induktivität des Stators. Das Winkel-Offset ist allerdings zur Ermittlung nicht notwendig. Das sind im Prinzip alle Einstellungen, die Sie für die Berechnungen eintragen müssen. Vorteil eben davon ist, dass Sie zum Beispiel ohne Sensor einen Rotorwinkel errechnen können und zum Beispiel, wenn Sie einen sehr schwer zugänglichen Punkt irgendwo haben, ist das ein sehr nützliches Feature. Fragt dann auch noch ein Kunde, woher kommen denn die Werte für Widerstand und Induktivität? Gute Frage. Die können Sie dem Datenblatt entnehmen. Die sollten dort angeführt sein. Sollte es sich hierbei zum Beispiel um ein Entwicklungsprojekt oder so handeln, dann können das definitiv die entsprechenden Techniker Ihnen sagen oder mitteilen. Okay. Ja, wie ich finde, ein wahnsinnig interessantes Feature, was von einem jungen Kollegen von uns im Rahmen seiner Masterarbeit entwickelt worden ist. Und soweit wir wissen, ist das tatsächlich eine eine Weltneuheit. Sind sie beim Wettbewerb nicht. Ebenfalls neu wurde was gemacht bei unseren Trigger-Optionen.
da haben wir ja eh schon sehr viele Möglichkeiten, sind auch ziemlich flexibel oder mit die flexibelsten am Markt. Und trotzdem ist da jetzt noch was dazu gemacht worden, nämlich nicht nur messwertabhängig, sondern auch zeitabhängig. Ganz genau. Denn jetzt hat man die Möglichkeit, als Startzeitpunkt für getriggerte Aufzeichnung eine absolute Zeit zu definieren. Diese verwendet von als Basis die Oxygen-Zeit und es kann aber genauso gut auch ein PTP, GPS oder Eric-Zeitstempel dafür herangezogen werden. Die weitere Neuerung bei den Trigger-Optionen ist die Signalvorschau. Das heißt, es steht Ihnen jetzt auch ein Vorschaufenster zur Verfügung, das ich Ihnen jetzt gleich zeige. Wenn wir jetzt zu den Trigger-Events wechseln, zu dem Blitz-Symbol, habe ich hier jetzt schon ein vordefiniertes Event über einen Kanal. Und wie Sie sehen, finden Sie hier jetzt ein neues Vorschaufenster, das Ihnen einerseits das Signal anzeigt und eben auch jetzt dafür Level High hier den Schwellenwert hier mit 2 definiert und den Rearm Level mit minus 2 definiert. Dieser ist der Schwellenwert wird in blau dargestellt und sobald das Event aktiv ist, wie Sie es vielleicht gerade gesehen haben, dann wird diese Linie rot. In grün ist eben der Rearm Level. Das gleiche, das Vorschaufenster steht Ihnen auch für Level Low, Window In und Window Out zur Verfügung, wobei beim Fenster das grüne Signal nicht, also die grüne Linie nicht den Rearm Level zeigt, sondern den Lower Level bzw. das blaue Signal dann den Upper Level. Wie vorhin erwähnt, ist es jetzt eben auch möglich, eine absolute Zeit anzugeben als Startzeitpunkt. Dafür finden Sie eine neue Checkbox. Und Sie können hier zum Beispiel, wenn wir den morgigen Tag, also den 28. auswählen, würde dann am 28., also morgen um 10 Uhr und 28 Minuten 37 Sekunden, die erste Aufzeichnung starten. Mit dem zweiten Wert hier können Sie dann ein Intervall angeben, in dem Fall jetzt per Default 30 Minuten, und wie lange das Event aktiv sein soll, das heißt, wie lange aufgezeichnet werden soll. Das heißt, für diesen Fall würden wir morgen um 10.28 Uhr starten und dann würde alle 30 Minuten für jeweils eine Minute in meiner Aufzeichnung stattfinden. Hier unten sehen Sie dann immer die nächsten drei Events. Das wäre es zu den Trigger-Optionen. Ja. Jetzt mal nur noch einmal prüfen, ob in einem deutschen Office-Paket auch Jänner steht oder Januar. Ja, das ist von den Systemeinstellungen dann abhängig, ob das jetzt hier in Deutsch oder Englisch angezeigt wird. Ja, wunderbar. So, in unserem letzten Webinar haben wir schon das Thema Sättigungsdarstellung angesprochen. Das war bis dato nur über Skippy möglich. Und jetzt können wir es eben auch auf einem Oxygen-Bildschirm darstellen. Ganz genau. Die eben von Marc gerade erwähnten Skippy-Befehle habe ich hier unten noch einmal hinzugefügt, die auch schon im letzten Webinar angesprochen wurden. Damit können Sie für einen speziellen Kanal die Sättigung sich zurückgeben lassen in Prozent oder für alle Kanäle oder Sie können dann die Sättigung auch zurücksetzen, sodass diese von diesem Zeitpunkt dann neu ermittelt wird. Nun können wir diese aber auch am Messbildschirm visuell darstellen und zwar über folgende 4 Instrumente. Einmal das Analoginstrument, das Digitalinstrument, die Balkenanzeige sowie über den Indikator. Sie können diese Funktion folgendermaßen nutzen. Wenn ich jetzt hier als Beispiel schnell einen Indikator hernehme, mache ich noch etwas größer, habe ich hier jetzt 4 Kanäle schon vorbereitet, wobei dieser hier 98,4, der nächste 88% und der nächste 40% des eingestellten Messbereichs ausnutzt. Wenn ich diese jetzt hinzufüge und dann zu den Einstellungen navigiere, finden Sie unter den darstellenden Werten einen neuen Unterpunkt, und zwar den Sub, also für Saturation bzw. Sättigung. Bei den Einstellungen finden Sie dann hier unter den Limits auch die Grenzwerte. Diese können Sie dann auch frei definieren, beziehungsweise auch die Farben noch eigenständig definieren. Und zusätzlich erscheint dann hier auch, wenn Sie Saturation ausgewählt haben, 2 neue Buttons, einmal der Reset und der Reset All Button. Der Reset Button würde die Sättigung des aktuellen Instruments beziehungsweise der verwendeten Kanäle in diesem Instrument zurücksetzen. Und Reset All würde dasselbe tun, nur eben für alle Kanäle beziehungsweise alle Instrumente. Genau. Und das können Sie sowohl in einer Messdatei als auch live durchführen.
Okay, also viele, viele große Pakete, die angefasst wurden wieder. Es gibt aber auch noch einige kleine Punkte zusammengefügt, also diverse kleine Features. Was wurde denn da noch so gemacht? Und zwar unter anderem ist es jetzt auch möglich für alle Trion-Karten im Modus Spannung bzw. Strom die Versorgung der Sensoren an- und auszuschalten. Das hat einen großen Vorteil, da zuvor war es ihnen ja nur möglich, sobald der Sensor angeschlossen wurde, wurde er auch versorgt. Das kann halt, wenn sie eine falsche Einstellung treffen, zum Beispiel zu hohe Spannung oder Strom verwenden, kann das auch zu Sensorfehlfunktionen kommen. Wenn wir uns jetzt hier zur Kanalliste wechseln und zu den Einstellungen der Multikarte gehen, finden Sie hier dann jetzt einen neuen Button, mit dem Sie dann die Versorgung aktivieren bzw. deaktivieren können. Bei Default ist dies immer deaktiviert. Das heißt, Sie können jetzt hier ganz normal Ihre Versorgung einstellen, was der Sensor eben benötigt. Und erst wenn Sie auf diesen Button klicken, wird der Sensor dann wirklich versorgt. Somit können Sie Fehlfunktionen des Sensors eben verhindern. Zusätzlich haben Sie dafür für diese Funktionalität auch einen neuen Skippy-Befehl, den ich Ihnen hier angeführt habe. Das heißt eben für den zuvor gezeigten Button. Da können Sie diese Funktion auch an- und ausschalten. Eine weitere Funktion, neue Funktion betrifft das Wiedergabeinstrument bzw. dessen Ausgabe über einen Analog-Out-Kanal. Und zwar gibt es hier zwei neue Skippy-Befehle, mit denen Sie dieses Instrument dann steuern können. Das Instrument, was ich meine, zeige ich Ihnen noch einmal. Das ist das Ausgabeinstrument. Ich habe hier jetzt noch eine Trion 3 A-Out-Karte, wo ich bereits einen A-Out-Kanal definiert habe. Wenn ich diesen nun dem Instrument hinzufüge, eine beliebige Messdatei auswähle, nehmen wir gleich unseren Resolver hier, und dann einen beliebigen Kanal mir hier wiedergebe, haben Sie jetzt da hier die Möglichkeit, die Ausgabe zu starten, diese zu pausieren oder auch zu stoppen. Und genau diese Funktionalität haben Sie dann jetzt auch mehr über SCB bzw. Skippy zur Verfügung, über diese beiden Kanäle. Oder über diesen Befehl. Und dieser Befehl gibt Ihnen den aktuellen Status wieder. Was Sie eben dabei zurückbekommen, ist entweder, ob wir uns im Start, in Pause oder in Stopp befinden. Eine weitere Änderung betrifft den Ethernet Receiver. Denn mit Oxygen 6.4 sind denn jetzt auch IPv6-Adressen möglich, die Sie verwenden können. Wobei Sie aber auch alte XML-Dateien, also wenn Sie bereits Ethernet Receiver mit IPv4-Adressen verwenden, können Sie auch alte XML-Dateien verwenden. Die Datenpakete dafür sind für beide Adressen dieselben. Dann eine weitere Neuerung ist, dass die Änderungen von Berichtszeiten und auch im Batch-Processing möglich sind. Das heißt, dass die Änderungen auch berücksichtigt werden. Dazu würde ich jetzt ganz kurz schnell zwei Aufzeichnungen starten. Zwei kurze, um dies zu demonstrieren. Das wäre die erste. Und noch eine zweite. Dann öffne ich schnell die erste Aufzeichnung. Wenn wir hier jetzt nun zur Berichtsseite wechseln und irgendeine beliebige Änderung machen, ich füge jetzt schnell einen Text hinzu. Und ja, noch einen Rekorder mit einem beliebigen Signal. Und ich möchte jetzt diese auch auf eine andere Messdatei anwenden, die auf demselben Setup basiert. Dann speichere ich diese Änderungen zuerst. Und wenn ich hier wieder auf die Messeinstellungen gehe und zur File-History navigiere, kann ich wieder über Apply Changes to Other Measurement Files die zweite Datei auswählen und diese Änderung dann auch übernehmen, indem ich hier dann jetzt einfach nur noch auf Start klicke. So, es ist fertig gespeichert. Wenn ich jetzt die zweite Datei hier öffne, die 262 in dem Fall, und zur Berichtsseite navigiere, sehen Sie, dass die Änderungen nun auch in dieser Messdatei verfügbar sind. So, dann eine weitere Änderung betrifft den Evaluation Mode. Dieser ist mit 6.4 jetzt auf 30 Sekunden, also das ist der Demo-Modus, wurde dann die Messzeit auf 30 Sekunden gesetzt. Und eine weitere Funktion betrifft dann XCB.
Es ist nämlich nun auch möglich, über XCP eine getriggerte Aufzeichnung zu starten, zu stoppen, beziehungsweise sich den Status zurückzugeben. Dazu gibt es eben ein neues Kommando, das ist der Debitron Measurement Command, mit dem Sie dann eben eine getriggerte Aufzeichnung scharf schalten können. Das heißt, ich habe hier jetzt da einen Trigger schon vordefiniert, also ein Recording-Event. Sobald ein Trigger eingestellt wurde, sehen Sie hier auf dem Record-Button dann dieses Blitzsymbol. Und damit dieser nun scharf geschaltet wird, müssten Sie manuell entweder einmal draufklicken oder Sie können dies nun auch über XCP, über dieses Kommando hier scharf schalten. So. Dann gibt es auch noch Neuerungen, die die Trion-Karte oder die Trion-Multikarten betreffen. Und zwar haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, den eingestellten IER-Filter beziehungsweise die Filterverzögerung dieses Filters dann zu kompensieren. Dies haben Sie, können Sie entweder manuell machen oder über Skippy auch. Da gibt es hier dazu einen neuen Befehl, den Sie hier eingeblendet sehen. Und zwar, wenn wir jetzt wieder auf eine Multikarte wechseln zu den Einstellungen, sehen Sie hier bei, unterhalb des eingestellten Filters einen neuen Button zur Kompensierung der Filterverzögerung und rechts daneben wird Ihnen dargestellt die aktuelle Zeit, um die das Signal verzögert wird. Wenn Sie das eben aktivieren, dann haben Sie ein zeitlich noch genaueres Signal. Weitere Änderung, was die Trio- und Multikarten betrifft, sind die Spezifikationen, denn es gibt jetzt eine neue Spezifikation zur Sensorerregungsleistung bei der Spannungserregung. Und zwar war diese auf maximal 0,5 Watt bei 24 Volt und die neue Spezifikation liegt nun bei 1 Watt, das heißt, dass Sie auch Sensoren bis zu 1 Watt eben versorgen können. Wobei hier anzumerken ist, dass größer 0,6 Watt die Genauigkeit etwas sinkt, wobei das für die Versorgung zumeist noch sehr ausreichend ist. Das wären soweit die kleinen Änderungen, die noch zusätzlich gekommen sind. Wenn man die kleinen Änderungen etwas ausführlicher beschreiben würde, könnte man schon fast wieder ein komplettes Webinar damit machen. Das ist korrekt, ja. Ja, genau. Das wären aber eigentlich schon fast für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die Version 6.5. Was ist geplant? Genau, mit 6.5 können wir uns wieder auf sehr, sehr interessante neue Funktionalitäten freuen. Einerseits beginnt jetzt nur der Start mit dem Modaltest-Plugin für Oxygen, beziehungsweise ist schon gestartet. Weiters wird auch an dem Echtzeit-Data-Ausgabekonzept gearbeitet. Und dann werden Sie für die Leistungsberechnung, beziehungsweise die Power-Gruppe, neue Funktionen erhalten, zum Beispiel einen Fallback-Synchronisationskanal. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Power-Gruppe Spannung für die Synchronisierung verwendet haben und das Signal aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht verfügbar ist oder gestört wird, würde dann direkt auf den anderen Kanal als Fallback referenziert werden. Sie haben dann auch mehr Freiheitsgrade für rollierende Berechnungen und es werden dann auch noch weitere Themen eingebaut, was die generelle Handhabung von Oxygen betrifft und auch noch sehr viele weitere Themen, die Sie und wir uns schon sehr, sehr freuen. Genau. Oder freuen können. Ja, tun wir alle. Genau, 6.4 wird spätestens in der kommenden Woche dann zum Download auch für alle zur Verfügung stehen. Wie üblich haben wir jetzt auch noch wieder eine kleine Umfrage vorbereitet. Also wir freuen uns über jegliches Feedback, was wir da jetzt bekommen können. Wenn Sie also noch ein paar Sekunden drinbleiben, ist eine Handvoll Fragen und dem kurz beantworten, helfen uns sicherlich auch dann damit besser zu werden. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Michael, danke dir für deine Premiere. Danke mich auch. Ich finde top gemacht. Dankeschön. Sehr gut, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. In ungefähr 3 Monaten kommt dann das nächste Release und wir melden uns mit dem nächsten Webinar. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund und wie gesagt, nochmal vielen Dank. Machen Sie es gut, schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Bis dann.